Ballersclub, Freunde, wir sind immer noch in Nürnberg, haben heißes 1 gegen 1. Es wird nicht mehr ganz so heiß, denn wir sind jetzt im Schatten gelandet. Da sind die Profis. Wir haben 4 Profis. Wir haben hier 2 YouTuber am Start und 4 Basketballprofis. Wie cool ist das bitte? Seabass, als Gast hast du die erste Wahl. Wen willst du in deiner Mannschaft? Ich brauche natürlich einen Big Man. Robert. Leon, er war schon mein Coach. Leon, jetzt okay, gut. Teammate. Komm, ich mach gleich heiß weiter. Nur, ich brauche Masse. Jemand, der verteidigt. Einmal flexen, bitte. Show. Opa! Ich bin sehr zufrieden meiner Wahl. Das wurde nicht im Ballers Club Teammate verraten. Ja, Robert, sorry. Und klar, Robby ist jetzt extra motiviert, weil er nicht gepickt wurde. Deswegen kommt er zu mir, um Alex fertig zu machen. Zack, los geht's. Wir sind am Start. Ich habe 3 Jungs. Und wir spielen mit 16. Wir spielen um Eis. Verlierermannschaft kauft der Gewinnermannschaft Eis. Okay. Eis. So, wir gehen mal rein in die Taktikbesprechung. Ich bin mit dir Pick and Roll und Siebes, du stehst als Shooter da an der Seite. Das heißt, wenn die dann helfen und bumpen, dann bist du immer frei. Und dann passt es zu dir, du kannst 3er rein und die haben noch Leon direkt beim Offensiv überhaupt. Ansonsten finde ich also, du gehst dann da in die Dreierecke, ne? Genau, du gehst dahin. Und hier ist jemand eine Auszeit. Leon, ja, Leon kennt seinen Job. Ja? Ganz kurz, jetzt habe ich bei euch nicht zugehört. Kurzen Gameplan, habt ihr euch was ausgedacht? Wir müssen natürlich hier den 2,12-Meter-Mann irgendwie unter Kontrolle bringen und dann Offense. Wir haben noch nie zusammen gespielt in der Konstellation. Das müssen wir sich ranpassen. Pick and Roll, viel Ball bewegen. Erstmal reintasten. So. Oh, Robert traut sich nicht selbst zu werfen. Das ist schon mal die erste Ansage. So, also ich bin sowohl Kommentator als auch Schiedsrichter. Das wird sowieso eskalieren. An irgendeinem Punkt wird der Robert hier sowieso Fouls einfordern. Das gefällt mir gut. Es ist schon mal eine Message einfach da, die Alex schickt. Ja, er nimmt ihn früh auf und er sagt, geh du dorthin, wo ich dich haben möchte. Okay, Down Defense. Switch, jetzt muss vielleicht mal die Hilfe kommen. Das war gut reagiert. So, Post up to pass out, jetzt im 1 gegen 1, da kann man vielleicht mal einen Post up finden und dieses Matchup kennen wir schon, kein schlechtes Play von Robby hier auszuhelfen. Okay, Robby im 1 gegen 1, pulling moves on, jetzt geht er in Post, hat er sich das richtig überlegt und let it rain! Eine gewisse Selbstverständlichkeit. Wirft er das Ding hier rein. Da kommt wieder der Block, kommt wieder der gleiche Spielzug. Alex geht drüber, flache Verteidigung. Robert attackiert es aber gut. Robert attackiert es gut. Vielleicht muss man da ein bisschen aggressiver raustreten, um ihn kurzzeitig zu stoppen. Okay, hier kommen die Moves. So. Jetzt könnte man vielleicht mal aufpassen. Ist ein Mismatch. Auf jeden Fall Gewichtsvorteil hier unterm Korb für Noah. Ja, Noah macht's nicht schlecht. Ah, da wäre auf der rechten Hand eigentlich durch gewesen. Alle mit dem Spielbring. So, Weave Action. Okay. So, Pick and Pop Weapon. Also so wirklich was hat sich nicht ergeben. Jetzt den Wurf. Okay. Schaut diese Ball-Movement an. Robert findet da die Lücken und jetzt 1 gegen 1. Oh, da schlechte Position unterm Korb. Das ist mal ein Rebound. Oh, shit! Jetzt haben die 3 Jungs ein bisschen zu sich gewonnen. Erstmal der geile Rebound. Pflückt den dort, wo man pflücken muss. Dribble. Jawohl! So sieht es nämlich aus. Noah hat es jetzt so ein bisschen herausgefunden, wie er gehen muss. Warte mal, Leon hat einen Dreier. Leon hat einen Layup, ich habe auch einen. Oder habe ich einen jetzt? Im zweiten, bitte? Ich kann mich ja nichts erinnern. Okay, dann 4. Tight game at 4.
Wir hoffen mal, dass das stimmt. So. Also Noah scheint alles zu haben. Jetzt mal ins 1 gegen 1. Also wir brauchen ja aber auch ein paar Highlights, deshalb habe ich da jetzt mal das Foul mit leicht übersehen. Oh, das ist schön. Das ist schön. Aber man sieht schon, der Leon wird nicht so häufig attackiert. Das ist irgendwo auch clever, wenn man den besten Verteidiger nicht attackiert, sondern mal probiert außen rum zu spielen und das Mismatch woanders zu finden. Okay. Ja, Leon, weißt du selber, ausboxen. Ich muss ein bisschen Risiko spielen. Rebound, Digga. Bei der Hitze musst du auch Energie sparen. Ja, okay, das stimmt auch. Mein LeBron spielt so die Regular Season, energiesparend. Alex, das wäre natürlich die neue Dimension von des Alex B. Der Wurf. Komm, gib mir den Wurf. Nice Rebound. Oh. Nice. Schön. Oh! Und da ist er drin. Das war nicht schlecht. Bis wie viel spielen wir? Nochmal ganz kurz. Bis 16. Bis 16 geht das Spiel. Ja, also mit ein paar Lucky Shots ist es hier nicht bedient. Okay. Schuder! Das war nicht schlecht gemacht vom Leon. Er geht dahin, täuscht nur den Block an, slippt ihn. Dadurch gibt es ein bisschen Confusion. Robert a la Rondo. Und jetzt braucht er Hilfe. Ja, jetzt. Das war jetzt. Das war auch ein Ankle-Break, oder? Nein, das war. Sehr schön. Das ist genau das Repositioning, das wir bei den Golden State Warriors sehen. An sich ein guter Wurf, der sollte eigentlich rein. Jawohl! Aber geht niemand wirklich drauf rein. Oh! Dwayne Wade all the way to the cup! Okay, da hat sich LeBron natürlich eine Scheibe abgeschnitten von Teamkamerad Wade. Jetzt wieder der Screen. Welche Pick-and-Roll-Defense gibt es? Es gibt einen Switch. Kratzer gegen Noah. Oh, das ist schön. Kraftvoll, aber reicht nicht ganz. Oh, das ist natürlich auch agil. Das ist schnell. Da geht er kurz die Baseline, nutzt den Ring als Blockschutz. Ihr habt 6-4 geführt. Dann haben wir 4-4. Ja, 4 Punkte. Ja, 8-6, dann 8-7. 8-7. Oh, das ist natürlich extrem schwierig zu verteidigen, wenn der Alex mit einer Hand finisht und dann die andere Hand nutzen kann, um ihn wegzuhalten. Ja, wir sehen es einfach. Wie ein... Nein! Okay, ganz kurz, ich hatte jetzt nicht den Angle. Da braucht es jetzt ein bisschen Fairness. War das... Dann ist er ehrlich. Was ist denn los? Ich lerne immer was, so. War es ein kranker Move oder war es ein Travel? So, dann eins, zwei und dann mal hopp. Nein, nicht so. Okay, egal, weiter. Okay, wir entscheiden uns für einen nice Move. Nice Move. Hello. Cut. Oh, da wird richtig geackert. Das gefällt mir gut. Und dann kann er under gehen. Yes. Das war jetzt von beiden Teams nicht schlecht. Von Lea. Oh ja, offscreen. Das ist wunderbar gespielt. Jetzt hat er Position. Ab. Ja, Handoff angetäuscht. Jetzt müsste mal eine Action passieren. Da schauen sie nur zu viel zu. Vielleicht mal einen Screen away. Das war ein guter Move, es war ein NBA-Move. Wenn man böse ist, kann man den abpfeifen, aber wir lassen ihn mal gelten.
Ball spielen. Aber wir sind natürlich auch angewiesen auf die Spieler, dass sie fair sind. Ja, das ist ein guter Spin-Move und jetzt hat er eine gute Position. Ja, das ist schön, es wird jetzt bissig, das gehört auch dazu. Ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen mehr aufs Ref, aufs Pfeifen. So, Robert vielleicht jetzt im Post? Nein! Ah, man kann auch nicht die ganze Zeit fordern. Aber es gefällt mir gut. Der Leon fightet natürlich für seine Teammates. Game 11 all. Jetzt ein Switch. Oh, Robert gibt alles und holt sich den Ball. Alex hilft von der Ecke. Yes! Opa, das ist natürlich extrem schwierig. Das ist genau das Spot, wie der Coach es aufgemalt hat. Ja, dann passt es zu dir, du kannst drei rein und ja noch. Also Robert gibt hier echt Gas, das gefällt mir gut. Und Sibas ist natürlich genau diese Spot-Up-Waffe, die er auch sein muss in diesem Setting. Jetzt mal offscreen. Attackiert, macht er gut. Nein, der Kontakt ist okay. Der Kontakt ist okay. Bounce Takes gefällt mir gut. Das kann ich immer nur wieder sagen. Ah, am Anfang gut getroffen, aber jetzt fehlt so ein bisschen. Wieder die Ecke. Wieder im Post, aber... Okay, Leon kommt zum Pick. Super reingeführt. Jetzt haben sie das Mismatch. Das ist ein guter Ball und das ist ein einfacher Korb für Leon. Das war sehr gut gespielt. Und super auch vorbereitetes Pick and Roll, damit Leon sich da schnell abrollen kann. Post up jetzt. Aber Noah hat gerade diesen tiefen Körperschwerpunkt. Das ist Foul. Foul Call. Hier greift rein. Dani greift rein. Drei, was haben wir? 14-11. Das wäre for the game. In and out. Zack, da ist er drin. Das ist die Antwort. Das ist die Geschichte vom heutigen Tag. Da ist alles in Ordnung. Okay. Oh, vom Parkplatz und es ist der Sieg! So, was ihr natürlich nicht wisst, ist, dass Sibas eigentlich für einen 10-Tages-Vertrag bei einem Bundesligisten spielt. Ich würde sagen, als Spot-Up-Waffe kann man ihn definitiv gebrauchen. Wenn die Halle klimatisiert ist, geht das. Ja, also Leon, 5 Minuten, komm. Leon, komm, sag was. Ja, ich würde sagen, das Spiel war sehr intensiv, gut geführt, sehr guter Schiedsrichter vor allem. Ja. Wir sind gut gestartet, haben ein bisschen den Faden verloren, aber haben es am Ende, glaube ich, ganz ordentlich gemacht. Noah, du hast richtig gehustelt, du hast die Rebounds geholt. Ja. Es war so ein bisschen streaky Shooting von deiner Seite aus. Ja. Wenn da ein, zwei mehr gefallen, am Ende bist du glatt, hast du aufgedreht? Ja, ich hätte am Ende vielleicht ein, zwei mehr treffen müssen. Dann wäre das Ganze anders ausgegangen. Ja, es hat trotzdem sehr Spaß gemacht, gegen Leon zu spielen. Und ja, Streetball ist immer eine Sache von viel von Fantasie und viel Kreativität. Alles klar. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich denke, es war ein extrem intensives Spiel. Vor allem hier bei der Hitze und wirklich Man of the Match. Sie war es heute. Ja. Cut reicht. Wo ist die Hand? Ah, alles klar. Schaut die anderen Videos noch an mit Sibas. Die U1 gegen 1. Hat auch einen super Eindruck hinterlassen. Das Post-Up-Video mit Leon, wo Leon ihn... Aber es kommt noch ein Rematch, habe ich gehört. Es kommt ein Rematch? Oh, shit. Es kommt ein Rematch bis zum Rematch.